Sie sind auf einem Höhenflug im Breisgau. Freiburgs Zweite lädt zum Spitzenspiel gegen Wiesbaden. Top-Torjäger Vincent Vermey nach grippalem Infekt zurück. Insgesamt 6 Wechselrotationen, aber zuletzt kein Problem. Freiburg mit 6 Siegen in Serie das Team der Stunde. Ausgeglichene, aber unspektakuläre Anfangsphase im Dreisamstadion. Es braucht einen Einwurf für Freiburg. Kapitän Philipp Treu. Der geht durch und da ist Lienhardt. Da ist doch das Spektakel. Patrick Lienhardt, Neuzugang aus Homburg, 17. Minute, trifft den nicht ganz sauber, eher mit dem Schienbein. Freiburg hat 14 verschiedene Torschützen. Lienhardt wartet noch auf seinen ersten Treffer. Mit einem weiteren Dreier würde Freiburg sogar auf 2 Punkte ranrücken an Elversberg und sie machen mutig weiter. Kehl freigespielt und der sucht und findet Vermey. Auch weil sich Amsif verschätzt. Wiesbadens Keeper Vincent Vermey mit der Chance auf seinen 13. Saisontreffer. Amsif, Mohamed Amsif, machte einst 25 Bundesligaspiele für Augsburg. Hier sieht er nicht gut aus. Der Erfolg von Thomas Stamms Team rührte auch aus der Defensive. Die Betonmischer aus dem Breisgau haben seit 4 Spielen kein Tor kassiert. Und auch heute dauert es bis zur 38. Minute, ehe Wiesbaden erstmals gefährlich vors Freiburger Tor kommt. Bjarke Jakobsen mal mit dem Versuch, aber Niklas Sauter sicher. Der 19-Jährige vertritt heute Noah Atubolu, der morgen gegen Juventus Turin für den Kader der ersten Mannschaft vorgesehen ist. Wiesbadens Trainer Markus Kocinski, zuletzt 3 Niederlagen in den letzten 4 Spielen und hier auch nochmal eine Chance für Freiburg, 42. Kehl zum ersten, Kehl zum zweiten, findet wieder Vermey. Der 1,96 Riese hat die Lufthoheit, scheint wieder fit zu sein, allerdings noch von Jakobsen abgefälscht. 0-0 zur Pause im Dreisamstadion Freiburg mit mehr Torabschlüssen. Zweite Hälfte Ezequem und Gutau hier zu sehen für Fahner und Lienhardt im Spiel. Die erste Chance aber haben die Gäste aus Wiesbaden. Heuser spielt das klasse, überspielt die Freiburger Linie. Hollerbach, Wurz und Sauter sicher im Freiburger Kasten. Die beiden Coaches, die Kauzinski-Elf mit der ersten Chance, aber die Stammelf mit Feldvorteilen. Mit mehr Platz im Mittelfeld, kombinations- und ballsicher, sie erspielen sich die Räume. Julian Gutau in der Mitte zeigt Vermey an, ich will den Ball, er bekommt ihn. Vermey, Kehl, 1-0. Lars Kehl, 55. Minute, 5. Saisontor. Nach Gelbsperre ist er zurück und dann gibt's gleich den Doppelpush. Aber wie intelligent spielt das der erfahrene Niederländer Vermey? Dreht auf, legt ab. 19. Torbeteiligung bei 37 Saisontreffern von Freiburg. Er ist an mehr als der Hälfte der Freiburger Tore beteiligt. Und das Tor gibt Freiburg Auftrieb über die rechte Seite. Wieder kombinations- und durchsetzungsstark. Das ist Julian Stark. Amsif mit guter Reaktion. Aber Freiburg jetzt richtig gut drin. Macht Druck. 69. Die Ecke und wieder Stark und wieder Amsif. Das Privatduell Stark gegen Amsif nimmt an Fahrt auf. Ein super Reflex des Wiesbadener Keeper. Die nächste Ecke gleich hinterher. Vermey, Stark, aller guten Dinge. Julian Stark, 2-0, 70. Minute, vergangenen Sommer aus Heidenheim gekommen, sein 3. Saisontor und es ist Vermeys 20. Torbeteiligung. Diesmal kommt er hoch, er legt ihn ab und diesmal lässt Julian Stark Amsif keine Chance. Die Anwesenheit im Dreisamstadion hat sich gelohnt. Aber 2 Minuten später dann diese Szene. Stark, unglücklich auf Heuser und plötzlich der Anschluss. Robin Heuser, der ehemalige Ulmer, nach 493 Minuten kassiert Freiburg mal wieder ein Gegentor und das geht zu leicht. Wie in Wiesbaden, nach dem 1:2 plötzlich wieder hellwach und gefährlich über die linke Seite mit Eze. Das ist Keegan's Rose und Sauter mit starker Parade. Gute Aktion von beiden,
Guter erster Kontakt von Froese, aber auch stark von Niklas Sauter. Die nachfolgende Ecke. Und der Ball kommt zum Top-Torjäger, zu Benedikt Hollerbach. Und da kracht's am Gebälk, durchatmen, Freiburg im Glück. Aber 10 Minuten später diese Szene. Wiesbaden will das 2-2 und dann das Foul von Guttau an Mockenhaupt. Und es gibt Elfmeter. Guttau kommt angerauscht. Schiedsrichter Waschitzki zeigt auf den Punkt. Hollerbach gegen Sauter. Hollerbach auf dem Weg zur Saisontour Nummer 14. So ist es. 2-2, doch noch der späte Ausgleich. Die Wehenbank am Feiern. Und Hollerbach, der will noch mehr. Aber es ist Freiburgs Moral, die stimmt. Sie wollen nochmal. Makengo, Engelhardt hat eine Idee. Guttau, Bauer, das ist irre. Nicht zu fassen. Jetzt Ekstase auf der anderen Seite. Sie sind zwar jung, aber nicht klein zu kriegen. Und jetzt Ekstase auf Badisch. Julian Guttau eben noch den Elfmeter verschuldet und nach dem Sahnepass von Engelhardt schiebt er den cool rüber. Bauer sagt Danke. Wiesbaden sucht das 3-3, den Weg nach vorne, aber Engelhardt steht im Weg, die Grätsche. Bauer auf Knappe, abseits verdächtig, nicht gepfiffen. Knappe ist ein Teamplayer. Die Entscheidung. Julian Guttau, Elfmeter verschuldet, 3-2 aufgelegt, 4-2 selbst gemacht. Was ein Abend im Breisgau. Freiburg gewinnt das Topspiel und damit das 7. Spiel in Serie. Sie rücken auf 2 Punkte ran an Elversberg. Sie können zwar nicht aufsteigen, aber angesichts der Überform kann man ja auch ein anderes Ziel ausgeben. Vielleicht der Drittligameister. Bei Freiburg 2 scheint derzeit wirklich nichts unmöglich.